Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Friends, wir sind wie gesagt gerade dabei, die Karoid-EP abzuarbeiten, worauf ich mich sehr freue. Wir haben jetzt noch Blutsauger 4, Neue Welt und 1405. Die anderen beiden Videos sind schon online für Kanalmitglieder. Schaut gerne da rein, falls ihr wollt. Ansonsten kommen die jetzt diese und nächste Woche ganz entspannt alle online. Jetzt haben wir Blutsauger 4, wir haben kein Musikvideo, Friends. Wir hören natürlich trotzdem rein. Ich freue mich sehr drauf, weil der letzte Song, Ferne 2, war so schön, schaut euch die Reaction dazu gerne an, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet. Und dann würde ich sagen, hören wir rein bei Blutsauger 4 Friends. Let's go. Trailermusik. Das hört sich an wie Trailermusik. So Blockbuster-mäßig. Oder schon? Jetzt hört sich das auch ein bisschen an wie so Anime-Intro-Musik. Von Mama keine Liebe, schwarze Schafe in der Familie und das... Das, oh, die Zeile hatten wir schon. Die Zeile hat er rezitiert. Aus Blutsauger 2 oder 3. Von Mama keine Liebe, schwarze Schafe in der Familie und das Einzige, was bleibt, sind meine Parts in der Kabine. Nein, das Einzige, was bleibt, sind beim Arzt meine Termine. Die Tabletten, die ich kriege, fressen langsam meine Niere. 15 Jahre Freundschaft hast du einfach beendet. Wurdest ne neidische Fotze, das Ganze macht mich so aggro. Denn alter, echte Freunde gönnen doch, das dachte ich bis dato. Ich hab das Feuer neu entfacht in mir, genauso wie Saro. Okay, also 15 Jahre alter Freund hat ihn scheinbar verraten, weil er neidisch auf ihn geworden ist. Sehr, sehr geiler Einstieg. Ich liebe es, wenn er Zeilen rezitiert, macht er oft auch bei Kronen im Herz oder so. Und dann eben sagt, und nein, das Einzige, was bleibt, sind die Termine beim Arzt und die Tabletten, die ich schlucken muss. Sabo, sag mir nichts, Adam. Ich, I guess, Anime-Referenz. Ich, wenn du Kohle willst, ja, hier kannst du haben. Entweder scheiß bunte Papier, hab ich doch keine verraten. Digga, hier spricht ein alter Freund zu dir und nicht Reportagen, du. Boah, ey, auch mit dieser kratzigen Stimme, Mann. Das ist auch ein ganz krasser Unterschied zu Ferne 2. Ganz sanfte, ruhige Stimme gehabt und hier dieses kratzige, feurige. Du bist ne geldgeile Schlange, du bist ne famegeile Ratte. Das beste Beispiel, dass sich Menschen verändern, wegen der Patte. Hab schon lange keine Schulden mehr und dennoch sind die Schulden schwer. Die Last bleibt für ewig, denn die Gedanken in deinem Kopf sind die Gitterstäbe und daraus wird dein eigener Käfig. Das ist das, was ich auch bei Ferne meinte. Er schafft es so gut, ein Bild so im Kopf zu erschaffen bei einem Zuhörer, finde ich. Andere werden reich geboren und andere müssen nach gar nicht flex. Ich mit teuren Uhren, nein, ich flex mit meinem Charakter. Oh, die hat das schon mal. Ich flex nicht mit, ich flex mit. Das ist eine ähnliche Zeile, die er schon mal genutzt hat, glaube ich. Andere werden reich geboren und andere müssen nach gar nicht flex. Ich mit teuren Uhren, nein, ich flex mit meinem Charakter. Aber auch was eine heftig gute Zeile. Ich komm nicht in die Playlist von Deutschrap brandneu. Wär ich drin, dann wäre Deutschrap brandneu. R.A. Alle Lines sind. Deswegen, das haben ein, zwei Leute geschrieben, bei seinem neuen Track, bei seinem neuesten Track, weil da hatte er auf diese Zeile dann Bezug genommen, da meinten ein, zwei Jahre schon mal so, das war Bezug genommen auf eine andere, und die kannte ich halt noch nicht. Okay. Ist von Deutschrap brandneu, wär ich drin, dann wäre Deutschrap brandneu. R.A. Alle Lines sind echt von mir, das ist keine Sendung. So wie Familie in Brennpunkt, denn jeder Satz auf Vergeltung, das mit... Ey, ich muss ein Geständnis machen. Ich habe früher tatsächlich gerne Familien im Brennpunkt geguckt. Als 11-, 12-Jähriger. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also, aber auch nicht, weil ich into it war, sondern eher aus Joke. So wie man jetzt aus Joke vielleicht Dschungelcamp guckt. Aber trotzdem. War jetzt nicht so meine Highlight-Zeit. Dekokopf schon wieder ist eine wahre Geschichte. Wir mussten rennen, bevor die Leute uns im Laden erwischt. Will ich wegen Alkohol oder Kippe, nein, wegen Pizza und Nudeln. Und hat man einmal gehungert, da will man den ganzen Kuchen. Das hier ist meine Berufung, ich höre nicht auf, werd immer weiter. Bruder, was ein Flow gerade. Hat man einmal gehungert, da will man den ganzen Kuchen. Das hier ist meine Berufung, ich höre nicht auf, werd immer weitermachen. Jetzt geh ich in den Supermarkt und muss nicht mehr auf Preis achten. In jeder deutschen Playlist sind nur Rap. Gönn ich ihm sehr. Rapper, die das gleiche sagen, Gangsterfilm mit Geiselnamen, Schießerei mit Streifenwagen, Autotune und Breitling tragen Drum. Oh mein Gott, auch gut. Ey, gute Zeilen gerade. Ich liebe es, wie er einfach durchrattert hier. Gerade auf diesem Beat. Ich habe immer noch diese epische Trailer-Musik. Das gleiche sagen, Gangsterfilm mit Geiselnamen, Schießerei mit Streifenwagen, Autotune und Breitling tragen Drogen, Deals in NRW. Nenner nächstes Album GTA RP. Das Leben. Oh,
gut. Nenn dein nächstes Album GTA RP. Geil. Es ist kein Ponyhof und nichts für schwache Neffen. Mama, wir holen alles nach, aber dein Sohn muss auch was lernen. Mit der Zeit hab ich gelernt, meine Sinne so zu schärfen, dass ich merke, wer ist ehrlich oder tief im Innern hässlich. Du saugerst eine Reihe, ich schreibe, was mich beschäftigt, denn viele wollen dir was Schlechtes. Ich brenne es in mein Gedächtnis. Oh mein Gott, ey, es kann nie genug von diesen Teilen geben. Teile habe eine Message, die Antwort liegt in der Tracklist. Ob Still und Tag oder Exit, Gemeinde hat mich gerettet. Denn hätte ich nicht diesen Channel, dann wäre ich schon längst am Ende. Du darfst mich nicht unterschätzen, die Batterien sind gewechselt. Die Batterien sind gewechselt, auch eine schöne Symbolik dafür, dass er aus seinem Kanal wieder Kraft jetzt zieht. Ich will mir kein Garten oder Haus finanzieren, alles auf eine Karte setzen, in meinen Traum investieren. Geil. Am Ende noch dieser Chor gerade. Ich kriege meine Ängste, mich kann gar nichts erschüttern, denn die Dämonen, die flüstern, wollen den Teufel nur füttern. Habe noch so viel zu erzählen, es fehlen so viele Punkte, mein Zepp hat recht, man kann alles ändern in einer Sekunde. Ey, geil, dass er sagt, mein Zepp hat recht, man kann alles ändern in einer Sekunde. Ich liebe es, Mann. Wie cool, dass er auf eine Zeile von Elmai Bezug nimmt. So viel zu erzählen, geil. Es sind so viele Punkte. Mein Zepp hat recht, man kann alles ändern in einer Sekunde. Also geil. Genieße dein Leben, denn wir sind alle auf der Warteliste. Und kommen wir dran, da sind wir alle in der schwarzen Kiste. Auch schön, das so zu sehen. Wir sind alle auf einer Warteliste und irgendwann kommt halt unsere Zeit. Schönes Ende hier gerade. Was kommt, schwebe in die Seelen da oben. Und wenn ich geh von der Erde, dann nur mit Ehre wie Oden. Geil, Mann. Schönes Ende, sehr, sehr starker Song. Holy shit, die Energie auf diese Trailer-Musik, Anime-Opening-Musik, dieses Weggeratterte im zweiten Part komplett, habe ich sehr, sehr gefühlt. Holy shit. Geil, und halt der komplette Kontrast zu Ferne 2 direkt. Ganz anderer Billy. Aber das mag ich, dass er so vielseitig ist. Und gerade von Ferne und auch von der Blutsaugerreihe kann es nie genug geben, finde ich. Freunde, ansonsten, was soll ich sagen? Wunderschöner Song. Einfach dieser Real Talk, diese Kraft, ich fand den Schluss unfassbar gut. Ich fand erstmal nice, dass er auf eine Zeile von MI Bezug genommen hat, aber auch, dass er eben gesagt hat, ey, wir sind alle auf einer Warteliste, nutze jede Sekunde, du musst sie jetzt nutzen, weil, ey, irgendwann sind wir alle so im schwarzen Kasten. Keine Ahnung, sehr energetischer Track. Fand ich gut, Friends, fand ich gut. Wir haben noch zwei Tracks offen, ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag von der Bleibt Fresh natürlich, so wie immer, und ciao.